Ja Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal und heute erkläre ich dir, wie du für die Version 1.14 bzw. für die Version 1.14.1 von Minecraft eine Map von der Seite 9minecraft.net downloaden kannst. Ich mache das Ganze für die Map Parkour Basic Map 1.14 for Minecraft. Falls du zum Beispiel eine Map von einer anderen Seite downloaden willst oder allgemein eine andere Map downloaden willst. Ein Download bzw. die Installation einer Map unterscheidet sich nicht groß von anderen Maps. Solltet ihr mit eurer Map Probleme haben, guckt euch einfach mal meine anderen Tutorials zu anderen Maps an. Solltest du von einer anderen Seite downloaden wollen, also nicht von 9minecraft.net, sondern zum Beispiel von planetminecraft.com, dann guckt dir einfach mal mein Tutorial zu dieser Webseite an. Ich habe das natürlich auch für weitere Webseiten gemacht, also nicht nur für 9minecraft.net, also nicht mehr für diese und die eben gerade erwähnte. So, und auf 9minecraft.net sollte man runterscrollen und dann befindet sich der Download auch schon am Ende dieser ganz vielen Bildern und der schönen Beschreibung. Und hier können wir das dann vom Server 1 downloaden. Sollte der Download nicht funktionieren, einfach vom Server 2 downloaden. Und ganz wichtig ist auf dieser Seite, nichts anderes anklicken, außer dieser Download hier in der Mitte, wo ich gerade mit meinem Cursor drauf bin. Wirklich nichts anderes draufklicken, sondern nur hier auf diesen Download. Und dann kommt da so eine Werbung und diese am besten gar nicht angucken, sondern einfach direkt wegklicken. Und dann wurde der Download auch schon beendet. Und dann klickst du auf diesen kleinen Pfeil und dann auf in Ordner anzeigen. So, wir können nun den Browser wieder schließen und können nun einen Rechtsklick auf diese Map machen und dann auf alle extrahieren klicken. Und wichtig ist, dass ihr vorher mit einem Linksklick draufgeklickt habt und dann mit einem Rechtsklick auf alle extrahieren. Und dann einfach auf Extrahieren hier unten klicken. Und dann dauert das ganz kurz. Und dann habt ihr hier auch schon eure extrahierte Map. Und nun klickt ihr mit Doppelklick drauf und klickt dann nochmal drauf. Und hier sind unsere klassischen Minecraft-Map-Dateien. Das heißt, dieser Ordner ist unsere Minecraft-Map. So, um diese jetzt in Minecraft spielen zu können, drückst du die Windows-Taste plus R. Und dann öffnet sich so ein kleines Fenster unten links. Und dort gibst du ein %AppData%. Prozent kannst du schreiben, indem du die Shift-Taste plus 5 drückst und dann wird Prozent angezeigt. Dann klickst du auf OK oder drückst Enter und dann ist hier auch schon der Punkt Minecraft-Ordner. Und auf diesen Punkt Minecraft-Ordner klickst du mit Doppelklick drauf und dann ist dort der Saves-Ordner. Und der interessiert uns. Dort klickst du mit Doppelklick drauf und hier sind vielleicht ein paar deiner schon gespielten Maps. Und jetzt schieben wir das auch ein bisschen zur Seite und schieben das auch so ein bisschen zur Seite. Und nun ziehst du diese Map einfach in dieses Fenster rein und schon ist die Map aus dem einen Fenster verschwunden und in dem anderen aufgetaucht. Und jetzt möchte ich natürlich überprüfen, ob die Map auch wirklich funktioniert. Dazu starte ich mein Minecraft und nun gehe ich in den Einzelspieler bzw. Singleplayer auf Englisch und da sehe ich auch schon meine Parkour Basic Map für die Version 1.14.1 bzw. für die Version 1.14. Nun möchte ich wirklich, wirklich sicher gehen, dass sie funktioniert. Also klicke ich mit einem Doppelklick drauf, dann bekomme ich eine Meldung, ob ich ein Backup machen möchte oder direkt spielen möchte. Ich mache ein Backup. So, und wie ihr seht, die Map funktioniert einwandfrei. Ansonsten, wenn du jetzt zum Beispiel Optifine installieren möchtest, damit die Map flüssiger läuft, oder einen Shader installieren möchtest, oder eine Mod installieren möchtest, dann guck einfach mal in die Videobeschreibung, denn ich habe auch natürlich Tutorials dafür gemacht. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Hau da rein, lern immer was und ciao.